Wissen Sie, warum ich nicht gerne Versteckelen spiele? Weil mich keiner sucht. Ja, und heute habe ich sogar einen Stargast dabei. Und zwar ist das die neue Freundin vom Herrn Weigel. Komm her, Edeltraut. Stell dich mal vor. Und? Ist sie nicht süß? Hallo. Na, hat's geschmeckt? Super war's, Alter. Warum bei mir alles in dieser Woche? Errol, ich habe drei Brüder, die sind alle drei schwul. Der kleine Bruder ist auch schwul. Sag mal, gibt es überhaupt einen in eurer Familie, der auf Frauen steht? Ja, meine Frau. Meranze, es ist nicht, dass ich tanze. Und gegen meinen Yoshi hast du niemals eine Chance. Drauf sag ich zum Yoshi, Blume der Provinz. In diesem Disco-Bunga bin ich der Mädchenbild. Da haut man doch, der Yoshi. Eine auf mein. Yoshi. Ja, gut. Und das sagt, oh Maria, was machst du, Maria? Ja, ja, ey, nicht jetzt. Auf jeden Fall. Na, Igel! Fucking Eagle Man! A fucking Eagle Man! Hey! 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 Fucking Eagle! Not a fucking Eagle Man! You shit! What is this? Huh? What is this? A eagle! A eagle! A fucking eagle! With wings! Fuck you, man! With wings! With wings! Yeah! Okay, no problem! No problem, man. No problem. No problem. Ah! Sagen, wenn ihr mal als Männer in der Kneipe hockt, ne, und ihr kriegt eine SMS und da steht drauf, ey Schatz, wann kommst du? Da schreibst einfach eine SMS zurück. Hey Schatz, ich bin in 5 Minuten da. Und wenn nicht, dann liest die SMS einfach nochmal. Ein Deutscher und ein Italiener sind in der Wüste, ne? Auf einmal sehen sie einen Löwen, ne? Der Italiener zieht seine Turnschuhe an, ne? Da sagt der Deutsche, sagt er, du bist bei mir Turnschuhe auch nicht schneller wie der Löwe. Sagt der Italiener, bello, wie der Löwe nicht, aber als du. Ja, oder nicht? Deutsche, Albaner und ein Italiener, die wohnen in einem Hochhaus, ne? Hochhaus ist abgebrannt, alle tot. Der einzige Überlebende war der Deutsche. Wisst ihr warum? Weil er in die Arbeit gegangen ist, ja. Wozu ist der Orgasmus da? Ja, damit auch die Italiener wissen, wann Schluss ist. Ist doch ganz einfach. Ich hätte gern ein Big Mac, ein Hamburger, Chicken McNuggets und eine erfrischende Cola. Bitte machen Sie schnell. Mann, wie geil sind eure Pommes? Mann, wie geil sind eure Pommes? So geil, so geil. Und, alles Banane? Ah, was halten Sie von der Politik heutzutage in Deutschland? Gar nichts. Ah, finde ich auch, ja. Was würden Sie speziell ändern? Okay, aber Sie erinnern mich ein wenig an Herrn Weigel von den Augenbrauen her. Finde ich süß, echt? Okay, ciao. Ein paar Leute von hier so einen Kommentar machen? Überhaupt nicht. Also zum Beispiel den Superman, den finde ich ganz toll. Kennst du den, ja? Bitte? Ob du den kennst, den Superman? Ja, kenne ich, den habe ich mir als Jugendlicher immer angeschaut. Bloß, ich kenne das mit blauem T-Shirt und nicht braun. Ja, siehst du mal. Ist da der Superman vollgeschissen oder was? Na, ist braun. Jetzt geht's ab. Bam, bam, bam. Wunderbar, meine Junge. Tu mal nicht, dass du dann fertig bist und ich lese da in der Mailand, weil ich bring dich um, Alter. Ich bring dich um. Ich mein's bei euch, Alter. Ich putz dich. Aber ich komm nicht dran, weißt du? Ja, du hättest den Limoncello lassen sollen, sag ich.
Er meint, ich bin nicht geschaffen, oder? Nein, was? Nein, sagt er. Malaka, ich habe noch nicht einmal angefangen zum Schaufen. Das war, was ich heute getrunken habe. Hey, was ich bis jetzt getrunken habe, ne? Das ist nur Vorspeise von mir. Ich wollte nichts Schlimmes sagen, ja? Das, nein, 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 das ist nur Vorspeise von mir. Willst du mich verarschen? Nein, ich will nicht. Du willst mal jetzt anfangen zum Schaufen? Nein, ich glaube dir. Soll ja aber, Spaß machen. Nein, 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 nein. Aber schau mal dann, wie du nach Hause kommst. Ich muss nach Winkelheit. Ich sag dir dann gleich, wie es weitergeht. Okay. Ja. Makumba, welches Land kommst du? Ich komme aus Gostenhof. Und nicht aus Trautmannshofen. Nein, nix Stadt, Land. Wo kommst du? Welches Land? Ich meine Gostenhof. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn es heißt Pippe Comedy Show.